Okay, wir suchen uns was anderes. Suchen uns definitiv was anderes. Ich schau mal eben. Schau mal, was damit ist. Das müsste da drüben sein. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen, okay. Oh, oh, oh. Das war keine gute Idee. Oh Gott, oh Gott. Nein. Alter, das war gar keine gute Idee. Oh Gott. Das war keine gute Idee. Überhaupt keine gute Idee war das. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich versteck mich hier drin. Hier sieht mich keiner. Ich bin eine Kiste. Ich bin eine Kiste. Ich bin eine Kiste. Ich bin eine Kiste. Oder ein Autoreifen. Oder... Was ist denn das? Wie detailliert das ist, dass ich sogar lesen kann. Ich hoffe, ich komme hier auch wieder raus. Ja, doch. Okay, das mit dem Sprengstoff da ist ein bisschen doof. Oder mit dem Klamotten, die wir da zerstören müssen. Wo ist denn jetzt das Ding? Wo steht denn das? Ach, hier. Mist, hier fliegt die Drohne rum, ne? Oh, fuck. Warte mal eben. So, jetzt erstmal weg hier. Habe ich das richtig gelesen? Gerade 3 von 15? Oh Gott. Wo sind wir denn? Wir sind da, ne? Machen wir den hier als nächstes. Bin ich da quasi in der Nähe? Dann sorgen wir mal für Chaos. Jupp, die Kamera ist eh kaputt. Die haben wir zerstört. Könnten eigentlich die Kameras auch zerstören? So ist es nicht, weil dann haben wir sie. So. Schnell auf die Karte geguckt. Für den nächsten. Der ist hier. Da. Mich irritiert das immer, dass die immer noch leuchtet, die Kamera, deswegen, obwohl die eigentlich kaputt ist. Ja. So, hier müssen wir rein. Hier scheint auch noch ein Radio zu sein, sogar auf der Höhe. Warte mal. Ist das hier? Ach, guck mal einer an. Dann haben wir das. Wenn das eh hier auf dem Weg ist. Ach genau, wir clearen ja sowieso alle Gebiete, ne? Das haben wir ja, glaube ich. Ich glaube, wir haben das immer gemacht. Die ganzen Gebiete gecleared. Oh nein. Oh fuck. Oh fuck, 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 geh weg. Oh fuck, 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 oh fuck. Oh fuck, hier ist ein Radio. Oben irgendwo. Na, kletter hier hoch. Das Radio soll auf der Höhe sein, wenn ich das richtig sehe. Ah, hier. So. Und hier unten drunter ist auch so ein Ding, was wir sprengen müssen. Oder zerstören müssen. Also wir machen jetzt erstmal so ein bisschen die ganzen Nebensachen. Und ich meine, wir hätten sogar das immer so gemacht, dass wir erst die ganzen... wieso kommt... Na toll. Wieso komme ich denn da nicht rüber? Wieso komme ich denn... Hä? Aktuelle Häftlingsaktivitäten verstoßen gegen die Gefängnisvorschriften 3 bis 48. Okay, warte mal. Ich probiere es mal hier.
Vielleicht können wir auch einfach hier durchgehen. Ich weiß, wir hatten in einer Folge gesagt, gehabt hier die Tür, weiß ich nicht, ob wir die freischalten. Alle Bürger, die Verbrechen ausüben, werden von dieser Einheit angegriffen. Was müssen wir denn? Ach, unten fährt schon wieder so ein Roboter. So, jetzt müssen wir es, glaube ich, hacken. Oh, sehr schön. Du hast die Liste. Ich werfe schnell einen Blick darauf. Ach, da sind sie. Okay, ich habe Gina, Haley und Franklin gefunden. Ich sende dir ihre Position. Leider immer noch keine Spur von Vicky. Okay. Da unten müssen wir es. Aktuelle Häftlingsaktivitäten verstoßen gegen die Gefängnisvorschriften 3 bis 48. Warnung. Aktuelle Häftlingsaktivitäten verstoßen gegen die Gefängnisvorschriften. Okay, unten müssen wir das Dings bauen. Müssen wir das Fahrzeug zerstören? Ich frage mich gerade, wie wir da am schnellsten kommen. Räumen Sie die Straßen! Räumen Sie die Straßen! Räumen Sie die Straßen! Diese Einheit ist nun autorisiert, tödliche Gewalt anzuwenden. Willst du mich verarschen? Wieso steht er jetzt hier vor der Tür? Gesetzlosigkeit wird nicht toleriert. Ich traue mich gar nicht, da runter zu springen, weil ich höre permanent diese Einheit. Da ist eine Kamera. Ich probiere mal. Tun wir es. Ja, tun wir es. Okay. Wenn du das sagst, dann wird das stimmen. Aktuelle Häftlingsaktivitäten verstoßen gegen die Gefängnisvorschriften 3 bis 48. Warnung. Uha. Aktuelle Häftlingsaktivitäten verstoßen gegen die Gefängnisvorschriften 3 bis... Ich schau nochmal eben. Na, ich verdrück mich mal. Ich drücke mal Optionen für die Karte, aber das ist ja gar nicht richtig. So, da haben wir noch was. Und hier haben wir noch was. Und da unten. Warte mal, machen wir erstmal. Ich würde sagen, machen wir erstmal den hier. Der ist in die Richtung. Okay. Das stimmt. Komm schon. Leg dich mir mehr an. Oioioi. Okay, wenn man flink ist, kann man die Kameras aus dem Weg gehen. Ach, hier, guck mal. Das ist ja praktisch. Hey, komm schon. Mein Gott, ich vertue mich damit immer mit Optionen und so und tralala. Ist eine Kamera? Ach so, das ist ein Fahrzeug, okay. Und da hinten ist noch irgendwas, aber da kommen wir nicht hin, weil da echt viel los ist. Viel Action. Kommt der rüber? Nein. Ich frage mich gerade, was da drüben ist. Für ein Ding, was wir zerstören müssen. Ach, da ist eine Tür. Nee, wo ist denn das Ding? Ach, da ist hier drin. Boah, lass die Tür offen. Boah, Alter. Boah. Okay, wir können keinen Sprengstoff mehr bauen, oder? Doch, können wir noch. Sehr schön. Gut, dass wir so viele Ressourcen gesammelt haben. Okay, das haben wir. Warnung. Aktuelle Häftlingsaktivitäten verstoßen gegen die Gefängnisvorschriften. Gut. 48. Warnung. Aktuelle. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Irgendeiner hat mich gesehen, ich weiß aber nicht wo. Ich werde hier mal schleunigst verschwinden. Ach, kannst du dich noch dran entsinnen, wie der hier verschwunden ist auf einmal, der eine? Flupp, weg war der. Da war der Hammer. Ordnung wird gewaltsam wiederhergestellt. Jetzt kommt ja die Treppe hoch, der eine, ne? Oder? Gewaltsam wiederhergestellt. Okay, ich schau mal. Mein Gott. Wieso vertue ich mich da immer mit Dings? Ich verstehe das nicht. Okay, 9 von 15. Alter, wir müssen immer noch... Okay, was da alles noch kommt. Ob wir jetzt dahin gehen oder dahin, ist, glaube ich, relativ Käse, Sahne. Da machen wir erstmal den. Kann ich hier runterspringen, ohne zu sterben?
Ja, kann ich. So. Wir kommen gut voran, muss ich sagen. Also. Gut, wir sind ein paar Mal gestorben. Okay, die sprüht erstmal woanders hin. Oben stand jemand. Ja, hier soll ich von der Mission her was machen, aber wo ist denn hier... Wo soll denn hier das Ding sein? Ist das... Ach, das ist bestimmt oben, ne? Kann das sein? Häftlinge, die gegen die Gefängnisvorschriften verstoßen, werden erschossen. Warnung. Das ist bestimmt hier oben. Die Gefängnisvorschriften verstoßen, werden erschossen. Die Frage ist, wie kommen wir denn nach da oben? Wahrscheinlich... Oder? Ah, hier war der Startpunkt. Genau, von hier sind wir gestartet. Ich versuche mal eben hier irgendwie zu gucken. Ich glaube, oder? Nee, hier war... Sie an den ganzen Tag scannen und unbarmherzige Stichproben der Norks. Ja gut, wenn wir schon einmal hier sind, können wir auch ein paar Sachen mitnehmen. Haben wir jetzt ein Tagebuch aufgesammelt? Wie gut, dass ich gerade nicht sehe. Okay. Wie gruselig das gerade mit der Grafik ist. Na. Hallo? Sag mal. Hallo? Okay. Ich glaube, das war ein Bug. Da komme ich nicht hin, ne? Oder? Nein. Okay, ich muss irgendwie nach da oben kommen. Ich störe jetzt erstmal... Oh, ich mach's mal weg hier. Ich kann den Widerstand. Das ist bestimmt da. Das ist bestimmt da oben. Ordnung wird gewaltsam wiederhergestellt. Warnung. Ordnung wird gewaltsam wiederhergestellt. Okay, ich versuche mal hier rüber da reinzukommen. Ganz gemütlich. Fuck. Okay, Philadelphia Bank. Philadelphia! Ich glaube nicht, dass wir. Okay. Warnung. Häftlinge, die gegen die Gefängnis. War klar, dass du dich jetzt umdrehst. War klar, dass der sich jetzt umdreht, oder? Es ist auch immer so. Es ist immer so. Es ist immer so. So. Wie kommen wir jetzt denn da hin? Da ist auch eine schwer bewachte Base. Wo wir auch, glaube ich, noch gar nicht waren. Alle Häftlinge müssen sofort in ihre Lager zurück. Wer sich widersetzt, wird okay. Sofort erschossen. Guck mal, wo wir hier hinkommen. Alle Häftlinge müssen sofort in ihre Lager zurück. Wer sich widersetzt, wird sofort erschossen. Wer sich widersetzt, wird sofort erschossen. Ah ja, interessant. Da ist eine Kamera mit MG, glaube ich. Da sollten wir vielleicht nicht direkt so dran laufen. Hier kommen wir später hin, glaube ich, oder? Hallo? Das ist ja ein tolles Sicherheitsterminal. Wird ja ordentlich überwacht hier alles. Kann ich die befreien? Verdammt. Okay, die kann ich anscheinend noch nicht befreien, warum auch immer. Hallo? Das ist ein Parkhaus. Ein Parkhaus als Knast. Das ist natürlich auch geil. Eieieiei. Okay, wir müssen da auf diese Plattform kommen. Ich habe keine Ahnung, wie. Okay. Und das mit dem Hacken hier hat auch nicht geklappt, glaube ich, so wie das aussah. Diese Einheit ist nun autorisiert, tödliche Gewalt anzuwenden. Tödliche Gewalt anzuwenden. Ich gebe dir gleich tödliche Gewalt. Soll ich da was sagen? Ernsthaft? Jetzt halt mal weg hier.
Ah, guck mal hier. Wieso ist das Ding noch nicht kaputt? Ich sollte mich heilen. Alter. Wow. Okay, wir sollten echt nicht gesehen werden hier. Das ist verdammt hart. Verdammter harter Tobak. Erstmal verstecken. So. Hallo? Ich bin nicht hier. Ich bin Oskar aus der Tonne. So. Na. Was ist denn eigentlich? Ja. Oh, und das auch noch. Natürlich. Und da kommt jetzt auch noch so ein Roboter mir entgegen. Ihr wollt mich doch verarschen. Warnung. Alle Bürger, die Verbrechen ausüben, werden von dieser Einheit angegriffen. Wir werden angegriffen. Der da hinten schlägt mit dem Baseballschläger auf dem Auto. Ist kein Verbrechen. Egal. Ich sag dazu nichts. Was ist denn eigentlich unsere Hauptmission? Missionsprotokoll. Befreie Harley aus dem ISO-Container C5. Achso, Gina. Achso, mehrere müssen wir jetzt befreien. Okay, machen wir mal erstmal den linken hier. Jetzt geht's ab, Wichser. Yeah. Natürlich steht da ein schwer gepanzerter. Es ist so klar. Ist mir egal, ob die mich sehen damit. Willst du sehen? So, erstmal heilen. Dann jetzt verschwinden. Irgendwie. Lalalalala. Ciao. Vielleicht hier? Knack, geh doch da rein. Okay. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Er ist weg. Er ist lost. Okay. Vielleicht ist in dem Gang jetzt keiner mehr. Ich bezweifle das stark. Jetzt werden er wahrscheinlich... Ja, geh aus dem Weg. Und da, natürlich, da kommt jetzt ein Fahrzeug. Ihr wollt mich doch verarschen. Und diese zwei Kameras, ihr wollt mich mal... Alter... Warte mal eben, wie funktioniert denn das jetzt mit dem... Aus dem Container... Was? B1, C5, ne? Was ist der hier? Ich befreie die einfach alle. Nein, ich gehöre nicht zur KVA, aber ich sollte mich hier verkrümeln. Ich habe keine Zeit. Ah, so funktioniert das also. Okay. Oh Gott, ich sollte hier weg. Uiuiuiuiui, so langsam wird es echt gruselig. Der Ausnahmezustand. Sag bloß. Sag an. Okay, wir machen den nächsten Container. Oh, da sind zwei. Scheiße. Ich dachte, wenn der alleine gewesen wäre, wird es vielleicht noch gehen.
gewaltsam wiederhergestellt. Warnung, Ordnung wird gewaltsam wiederhergestellt. Befrei die alle, wenn schon, denn schon. Freiheit, scheiße, ja. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber ich schätze, es gibt einen Grund dafür, dass du mich befreit hast. Ja, natürlich gibt es einen Grund dafür. Ich mache jetzt doch erstmal die Hauptmission. So, mal eben kurz gucken. Warte mal. So. Da, Querdenker. Ach, das ist wieder hier oben, ne? Fühlt sich gut an, endlich aus dem Container raus zu sein. Normalerweise töte ich hagere Wichser wie dich, aber da du mich befreit hast, kann ich meine Ausnahme machen. Mhm. Sehr schön. Huch, Alter. Scheint ist die Gang vollzählig. Gut gemacht, Brady. Schau bei meinem Unterschlupf vorbei, wenn du kannst. Ich habe ein paar ziemlich gute Neuigkeiten, die du unbedingt hören musst. Hatte ich das gehabt vorher? Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Okay, Querdenker. Kehre zu Small in der Börse zurück. Dann gehen wir mal. In der Börse. In der Börse, Börse. Schön in der Börse. X wieso X? Hä? Okay. Ach, damit man weiß, wo man langlaufen muss. Das ist ja geil. Das ist auch irgendwie neu, seit dem Update. Aber trotzdem habe ich vorhin etwas gesucht. Naja, gut. So. La la la. La 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 la. Oh, ich muss für morgen noch ein paar Spiele downloaden. Morgen ist Halloween. Brady, Brady, oh Mann, das ist großartig. Hör zu. Mickey wird im Hochsicherheitstrakt der Polizeistation festgehalten. Wir brauchen ihn, Brady. Er kennt die Tunnel besser als jeder andere. Du musst dorthin und ihn rausholen, sonst schaffen wir es nie ins Rathaus. Also, die Polizeistation ist eine harte Nuss. Die KVA hat sie gut abgeriegelt, aber vielleicht unterstützen uns die anderen Insassen, indem sie die Drecksarbeit für uns erledigen und die Verteidigung durchbrechen. Massenanstiftung, neue Mission. Ja. Ich würde sagen, die Massen... Auf den Weg machen, Brady. Mickey wird sich nicht selbst retten. Sorge dafür, dass du 100% erreichst. Ja, das machen wir. Das machen wir aber nicht jetzt, sondern das machen wir in einer weiteren Folge Homefront. Ich möchte mich erstmal herzlich bedanken fürs Zusehen. Wir sehen uns in einer weiteren Folge Homefront The Revolution. Und dann würde ich sagen, geht's an der Stelle weiter. Machen dann Herz und Gedanken weiter und die Mission. Und jetzt... bin ich raus. Small hat gesagt, du bist okay, also muss ich dir wohl nicht den Hinterhalt holen. Danke, dass du mich aus dem Container befreit hast.